Ja, hier sind wir wieder und es geht weiter mit unserem Survival mit Wolle 158. Wir wollten gerade schlafen gehen, glaube ich. Und das werden wir schnell machen. Tür voll ist aber zu. Und hier rennen. Aber ich sehe, ich habe schon wieder mal Durst. Das geht doch relativ schnell hier. Aber ich meine, das ist klar. Man kann nicht nur den ganzen Tag ackern hier. Und keinen Hunger dabei haben. Und kein Durst, ne? Das funktioniert nicht. Also, ja, ich weiß, er blinkt und wir saufen wieder aus der Pfütze her. Wir können uns ja, dass das ein bisschen ästhetischer ist, ja. Wir können uns ja eine Feldflasche eigentlich herstellen und das werden wir auch mal machen. Ja. Das sieht ja immer, also macht man ja nicht so einfach aus einer Pfütze trinken, ja. So, unser Schaf ist immer noch da, sehr schön. Ja, 3-4 Äpfel reicht aus. Schon haben wir. So, das wird natürlich hier nachher mal gucken, wie groß unsere Kirschenernte ist hier. Mohrrüben können wir auch futtern jetzt schon. Wir werden mal gleich hier abbauen. Und dann gucken wir mal einmal, zweimal, dreimal, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Und haben jetzt rausbekommen 27 Karottenkeimlinge. Das ist doch eine beachtliche Ernte. Einmal, zweimal, dreimal, vier, fünf. Wie viele Karotten haben wir eigentlich gekriegt? 9 Karotten, also eine Karotte. Also werden wir uns mal 10 Stück hier fertig machen. Kleines Feld nur. Ja, die Felder brauchen noch nicht bewässert werden. Man braucht sich noch nicht drum kümmern. Das Zeug, das wächst wie Unkraut hier. So, die Kartoffeln, die müssen wir, glaube ich, auch mit der Sichel. Einmal, zweimal, dreimal, viermal und neu ansetzen. Ne? Kartoffeln haben wir 8-mal gekriegt. Dann werden wir auch gleich noch hier mal die Kartoffeln neu ansetzen. Einmal, zweimal, drei. Und Viere, ach, da haben wir, dann machen wir auch ein kleines Feld daraus. Kartoffeln werden wir uns nachher ein bisschen mehr machen. Beziehungsweise wir werden noch schön sammeln. So, hier ist noch nichts weiter passiert. Das waren unsere Melonen, die brauchen auch noch eine Weile. Der Hanf, der braucht auch. Da ist auch noch nichts weiter. Und die Tomaten, die brauchen auch noch ihre Zeit. So, dann packt das mal hier in diese Kiste rein hier. Was haben wir jetzt hier? Hier haben wir noch Tomatenkeimlinge. Dann haben wir jetzt hier die Karotten, die wir schon übrig haben. Ja. Da sieht das schon ein bisschen besser jetzt aus. Die Versäuerung, also soweit ist sie jetzt schon okay. Hier haben wir noch Fichtensetzlinge, die werden wir gleich noch da nach hinten bringen und die auch noch ansetzen hier, das war auch wirklich, wir brauchen ja jetzt wirklich Holz an Rohr. So, meine freie Waldlichtung hier, die können jetzt hier ruhig ein bisschen enger stehen hier, das macht überhaupt nichts. Hoffe ich, dass das zumindest keinen Einfluss hat auf das, auf den Wachstum hier. Aber ich denke mal nicht. So, wie viel haben wir jetzt noch? Das war's. Okay. Ja, das wird ein richtiger dichter Fichtenwald und das heißt natürlich viel, viel Holz. So, ja, hier werden wir uns natürlich, dass wir rüberkommen, immer noch einen vernünftigen Steg hinbauen. Okay,
Jetzt geht's hier weiter. Balken brauchen wir, genau. Balken. Und das müssen wir jetzt natürlich so ein bisschen anpassen hier. Dass wir die erstmal hochkant stellen hier. Und dann je nachdem mit der Höhe die einfach hier so justieren, dass das passt. Achso, ich wollte ja eigentlich hier diesen Kies, den wollte ich mal noch aufheben hier. Den weg mal rauskloppen. Ich weiß noch nicht, wie das jedem Survival hier, dass wir den auch nutzen können. Oder ob das nachher, ja, das muss ich hier umstellen, denn höchstwahrscheinlich hier muss ich Stein auffüllen, sonst wird mir das zu tief hier. So. Genau. Ich denke mal, es wird nicht klappen, dass wir den Kies glatt auf den Sand darauf legen können. Schön wert, ja. Und dann so ein bisschen ausgleichen, so als Wege. Das ist eigentlich meine Vorstellung hiervon. Ich bin ein bisschen unter Wasser hier. Ich werde mal gucken, ob sich das lohnt. Mal ausprobieren, ehe ich hier weiter alles wegkloppe hier. Und meine Zeit vergeude. So, wir probieren das einfach mal hier, denn hier soll ja nachher diese Hütte hin. So, dann nehmen wir uns mal ein bisschen Kies hier. Wo haben wir Kies jetzt? Wo ist unser Kies hin? Ach, hier. Hier ist er. Kies. So, mal gucken, ob wir den hinlegen können hier. Oder ob das... Ja, das ist ja klar, dass wir den jetzt erstmal so... Und jetzt gucken wir mal, ob wir den glatt haken können. Wenn nicht, dann müssen wir an der Stelle... Muss dann natürlich dann erstmal ausgehoben werden. Tja, das wird nichts. Ne, das bringt uns gar nichts. Das ist eigentlich auch schade. Ja, das wäre schön, wenn wir hier so einen Kiesweg hinmachen könnten. Aber das bringt ja überhaupt nichts. Das bringt ja überhaupt nichts. Denn so wie wir das dann wieder glatt kloppen, wird sofort wieder Sand raus. Ich werde mal probieren und so machen. So. Und wenn wir jetzt hier Kies auffüllen. Das wäre die einzige Möglichkeit. Bei zweien übereinander. Ja, also ein bisschen kann man das dann andeuten hier. Also man muss den Weg ausgraben. Das ist wirklich die einzige Möglichkeit, denn um hier auch einen Kiesweg anzudeuten. Das würde heißen, man muss doch ein bisschen breiter dann machen. Aber wenn hier unten Kies ist, glaube ich, das könnte dann zum Vorteil werden. So, jetzt mal gucken. Wenn wir jetzt so auffüllen, einmal. Das wird zum mindestens, denke ich mal, richtig zum Vorteil. So, dann werden wir mal glatt haken. Das ist schief gegangen. Toll. Und das ist auch schief gegangen. Ja, da kommt dann wieder leider der Sand. Also man kann sich im Survival nicht so einen Kiesweg machen. Das geht nicht.
Möglichkeiten wären da vom Material her. Und wenn wir das mit der linken. Ne. Ja, es kommt wieder Sand vor und damit ist unser Kiesweg weg. Es ist schade. Es ist schade. Also hier bleibt dann ohne Stange übrig, um das zu machen. Müssen wir leider in den Baumodus reingehen, um unseren Weg hinzuzaubern. Wir wollen es aber noch nicht in den Baumodus reingehen, sondern wir wollen wirklich erstmal im Survival bleiben. Und wir belassen das einfach erstmal so. Ärgern uns ein bisschen drüber. Aber wir wissen ja, wir sind hier noch nicht so weit mit dem Spiel. Wir sind noch nicht mal in der Beta. Also können wir auch hier nicht allzu viel gerade für den Survival-Modus erwarten. So, im Notfall können wir ja dann hier wieder reingehen. Ihr seht, wenn ich hier Felsen reinschmeiße, da wo Kies war, dann kommt auch wieder Kies vor. Also haben wir fast alles hier für umsonst weggekloppt. Ja. Okay. Gut, aber das soll ja ruhig ein bisschen ausgeglichen sein hier. Denn wir wollen ja hier das ausnutzen, um unsere Stützbalken hier für unseren Schuppen hinzubekommen, für unsere Werkstatt. Gut, jetzt müssen wir hier natürlich ein bisschen höher gehen, das ist klar. Und ich möchte den eigentlich nur so bis oben an die Kante ran haben. So, und das sieht da dann schon vernünftiger aus hier. Machen wir das ein bisschen länger. So, fest und etwas tiefer. Normalerweise müsste man ja jetzt diese ganzen Einstellungen, müssen wir auch in die Konsole reingehen, dass wir hier die Einstellung machen können für die Rotation und der Versetzung und weiß ich was alles. Aber normalerweise im Survival sollte es dann so sein, dass man diese Einstellung im Notfall auch im Survival machen kann, denn ansonsten müsste ich ja immer wieder reingehen in die Konsole und es gibt natürlich Spieler, die wissen das nicht, was sie in der Konsole einstellen müssen, diese ganzen Befehle. Und da müsste ein Menü gehen, dass auch für diese Spieler, dass die sagen können, und so, ich will einfach nur mal eine andere Rotation hier drin haben. Oder ich möchte das hier besser ausrichten können und so weiter und so fort. Und das müsste natürlich dann auch im Survival klappen. Klar, das ist im Moment ist das noch Zukunftsmusik. Und aber zumindest muss man das erstmal im Auge behalten. Okay, so. Wir wollen ja hier in diesem Modus nicht so, es geht hier nicht um schick bauen, sondern es geht mir wirklich darum, was können wir überhaupt machen, sind die Möglichkeiten. Natürlich mit ein bisschen mehr Zeit könnten wir auch eventuell so ja noch schicker bauen, das würde vielleicht auch noch gehen. Und aber dann müssen wir auch schon wieder ein Raster einschalten und wir müssen dann auch wieder, um genauer zu bauen, in die Konsole rein. So, und ihr seht ja das Ergebnis, dieses ungenaue Bauen ist normal, aber ich glaube, in der realen Welt war das auch noch nicht so. Wenn man sich sowas zusammengezimmert hat, was anderes machen wir ja hier nicht, ups, was anderes machen wir ja nicht, als zusammenzimmern erstmal hier. Da ist das eigentlich normal, wenn das nicht alles so hundertprozentig glatt ist. Ja. Also hier müssten wir jetzt zum Beispiel dann auch das Menü verändern für die Verschiebung und dann könnte man das doch alles ein bisschen genauer hinmachen. Aber wir wollen es so lassen. Okay, jetzt brauchen wir wieder die Höhe von dem hier. Natürlich, dass der wieder
Das ist zu hoch. Die Türhöhe brauchen wir ja. Ja, das wäre diese dann. Und jetzt setzen wir die nämlich ganz neu hier rauf. Ja, das ist die einfachste, primitivste Baumethode, die wir hier anwenden. Ja, den Balken da, den müssen wir nochmal auswechseln hier. Der sieht ein bisschen bescheuert da aus. Da haben wir eine große Lücke noch drin, die wollten wir natürlich nicht drin haben, ja. So. Oder? Nee, na, das sieht wirklich. Das kann man nicht lassen, ja. Das nehmen wir weg, ja. Da kann man dann den nochmal hinmachen, ja. So. Okay, so sieht schon ein bisschen besser aus dann. Ja, hier vorne. Da wechseln wir jetzt nicht. Wieso ist denn der? Achso, der. Ne, hier ist tatsächlich eine Lücke. Aber diese Lücke schließen wir, indem wir hier jetzt einfach den Balken für den Untergrund hinlegen. So, einmal. Und dann gehen wir nochmal hier rüber und werden dort auch nochmal den Balken hinlegen. So. Dann sieht das doch schon eigentlich, wenn wir nochmal einen Querbalken hinlegen, damit wir genügend Tragfläche dann noch haben. Gut, soweit ist die Physik ja eh noch nicht. Dass der schon berechnet hier. Wie viel kann hier überhaupt getragen werden? So. Okay. Und jetzt wäre ja im Prinzip jetzt soweit, dass wir hier Bohlen erstmal hinlegen können, sprich Bretter. Und gucken wir mal, was wir hier an schicken Brettern hier zu haben. Bauelemente. Planken. So, dann uns mal angucken, ja, welche wir da nehmen können. Na, hast du mal auf zu drehen, ja. So, von der Maserung her. Ein bisschen Grünspan kann man die nehmen, das ist dasselbe hier. Dasselbe Holz hier. Das sieht doch eigentlich. Ganz von, nee, das ist mir auch nichts, das ist mir auch nichts, nee. Also werden wir diese nehmen, ja. So 119. Ja, dann machen wir mal gleich 60 da fertig. 64, okay. Gut, haben wir drin zu liegen. Ja, mal gucken, wie wir das am günstigsten machen, ja. Dass wir die dann erstmal wieder drehen. Haben wir die jetzt gerade oder nicht hier? So, so müsste es gerade sein, wa? Oder machen wir es am besten mal so. Das ist dann günstiger. So, ein bisschen breiter. Und ja, wir kommen nur so hin, ja. Dann können wir es auch ein bisschen kürzer machen. Dann machen wir das nämlich so. Und dann schauen wir mal, wir setzen die hier an. Von der Länge her erstmal gucken. Ne? Das können wir ja mit dem Einrasten ruhig machen. Ja. So, das wäre dann hier. Wenn wir das dann rüberziehen, ja, das könnte klappen. Die Balken können ja ruhig vorkicken, das ist ja nicht weiter schlimm hier. Ja, machen wir es mal so. So, okay. Höher werden wir nicht kriegen hier. Ja, die werden auf jeden Fall vorgucken, die Balken. Die werden auf jeden Fall vorgucken. Und warum macht er? Wieso reichen der da hinten rüber? Das ist ja auch schon wieder, ja. Eigentlich müssten sie hier hin.
dass man das einmal ziehen kann. Wenn man das einmal ziehen kann, ja. Ja, der reicht da durch. Man kann den nicht dort ansetzen. Ja, der reicht durch. Was ist denn das? Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Ich werde mal was probieren. Und zwar, wir haben keinen Balken mehr, sehe ich gerade. Wir brauchen noch ein paar Balken, okay. Balken. Nehmen wir mal 10er. Nochmal. Ja, unser Holz, jetzt langsam, jetzt auch schon wieder zur Neige. Das heißt also, ich hoffe, dass bald meine Kiefern da hinten noch nachwachsen. So. Gucken wir mal erstmal so zum Ansetzen, zumindest einen Balken, kleinen Balken. Und das reicht ja erstmal, ja. Mal gucken, ob der denn auch noch. Ja, eigentlich ist das doof, was ich jetzt gemacht habe. Ich muss ihn ein bisschen weiter nach hinten schieben, so. So. Okay. Jetzt ansetzen. Jetzt ist er über die Balken. Das ist natürlich dann bedeutend günstiger. Und dann werden wir mal gucken. Bis ran hier. Und dann passt das schon. So geht das eigentlich ganz gut. Ja? Also müssen wir bloß den Balken nachher wieder wegklappen hier. So, dann werden wir ganz genau hier wieder ansetzen. Erstmal kürzer. Bis dahin reicht. Und dann bis hier. So, den können wir wieder wegnehmen hier. Ja, also wenn der, man kann den nicht vorne ansetzen, weil der hinten eine Kollision findet und dann schiebt der da einfach ein Stück durch. Keine Ahnung warum. Gut, das sieht doch schon mal prima aus jetzt. Wir haben einen Boden auch drin. Sehr schön. So, was brauchen wir als nächstes denn? Dann werden wir hier die ersten Wände ziehen können. Hier machen wir zu. Hier machen wir uns ein Fenster drin, auf jeden Fall. Dann gucken wir mal, Fensterrahmen. Dann setzen wir mal erst den Fensterrahmen drin. Wo haben wir den? Geländerkissen, ne, Geländer wollte ich nicht machen mehr. Gleich Fensterrahmen, nehmen wir mal diese hier. Diese 5x Holz brauchen wir für ihn. Nochmal 2 brauchen wir. 2. Na, wir können ja mal 3 herstellen. Das ist ja nichts verlorenes. So, gucken wir erstmal, wie die normale Höhe ist. Wie er uns das anbietet. Und wir können ja auch hier skalieren. Das geht ja noch. So. Mal gucken. Die könnten wir eigentlich auch bis oben hin skalieren. Und dann. So, das wäre dann bis oben hin drinnen hier. Aber nicht so ein großes, ein bisschen schmaler. Die haben noch nie so eine große Fenster gehabt, wa? Okay, machen wir bis hier hin. Und. Prima, wir haben auch da schon mal unser Fenster drin. So, jetzt muss man eigentlich nur noch den zumachen, aber das machen wir beim nächsten Mal und damit möchte ich mich erstmal verabschieden. Ach, ihr seht, meine Tomaten sind da, meine erste Tomatenernte. Ich werde sie mal gleich runterholen. Was haben wir denn dort an Tomaten? Was kriegen wir denn? Wir werden auch gleich dort ein bisschen noch essen hier. So. Also wie gesagt, mehr Tomatenpflanzen baue ich hier nicht an, sonst können wir uns nachher wirklich nicht retten. Vor lauter Tomaten, hier 32 Tomaten haben wir jetzt hier runtergeholt. Und
Und dann gucken wir mal, wie weit das reicht bis zur nächsten Ernte, obwohl wir nebenbei dann nachher schon wieder hier andere Sachen rausholen können. So, ich schmeiß die jetzt mal hier rein. Und dann sehen wir mal zu, wie sich das hier Stück für Stück dann wandelt hier. Das sind Kartoffeln, die wir abgebaut haben, also auch schon hier rein. Und die Blümchen, die kommen nachher da drüben rein. Grashalke auch eine ganze Menge noch gesammelt hier. Dann kann man das auch darin machen, Blümchen auch noch darin hier. So, mit Eisen wird es ein bisschen knapp hier. Eisenbahn, Feldflasche wollten wir uns noch machen hier. Richtig. Ja, die Feldflasche, glaube ich, die war hier mit drin. Hilfsmittel, Feldflasche, genau. So, dafür brauchen wir eine Eisenplatte. Wieso eine Eisenplatte? Eine Eisenplatte. Ich meine, klar, die können wir herstellen. Wir haben ja hier. Mal gucken, dass wir. Wie viele Eisenplatten kriegen wir denn da raus? Eisenplatte. 6 Stück. Immer herstellen. Ne, eine Eisenplatte. 5 Eisenbahnen haben wir. Gut. Dann gucken wir mal, ob wir jetzt die Feldflasche herstellen. Dann können wir herstellen. Wunderbar. Wir haben eine Feldflasche und die werden wir auch mal gleich füllen hier. So, das wird natürlich auch noch anders gemacht, dass wir hier dann das alles ein bisschen trennen. Da holen wir uns dann nachher, wenn wir erstmal unser Lager da hinten haben und hier unser Hauptlager und Werkstatt. Dann werden wir mal gucken, wie wir das machen mit der Einteilung der Kisten. So, halt, ach, ich will auch die Feldflasche nicht weg haben, sondern ich wollte die nur hier oben haben. Mal gucken, dass wir die füllen. Du hast deine Feldflasche aufgefüllt. Gut, sehr schön. Damit sieht es jetzt nicht mehr so extrem aus, dass wir da aus dem Wasserloch saufen müssen. So, hier haben wir den grünen Balken, unsere Feldflasche ist voll. Wir werden mal schauen, wie denn wirklich ist, wenn wir hier Durst haben, wie viel davon, wie lange das mit der Feldflasche reicht. Jetzt ist aber wirklich Feierabend hier. Schaf ist noch da, Melonen kommen langsam. Kartoffeln haben wir gerade frisch gemacht, Karotten. Gut, und unser Hanf, der ist auch schon da. Da weiß ich aber jetzt noch nicht, ach so, hatte ich vorhin eigentlich Hanffasern hier rausgekriegt. Nicht, dass ich die hier einfach jetzt hingeschmissen habe. Oh ne, das sind alles Grashalme. Ich weiß gar nicht, der Hanf ist ja zum Abbauen. Grashalme. Das sind halt nur Grashalme hier. Da habe ich nicht aus Versehen Hanf dazwischen geschmissen. Baumwolle. Ich weiß ja nicht, ob der jetzt schon reif ist hier, aber ich werde mal einen greifen. So, 4 Hanfblätter, das heißt also, ich muss auf jeden Fall, dass ich hier erstmal ein paar Pflanzen mehr habe. Die ist wahrscheinlich abernten. Jetzt haben wir Hanfblätter und Fasern und Setzlinge. Genau, was sind die Setzlinge? Hanfsetzlinge, 2 kriegen wir da raus. Na, haben wir wieder leider nur 2 jetzt. Aber was soll's? Okay. Einmal, zweimal, jetzt wissen wir, den Hanf müssen wir also mit der Sichel abernten. Gut, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagt euch Wolle158. Bye, bye.